Im südamerikanischen Fußball ist es erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen, als vor einem Freundschaftsspiel rivalisierende Fangruppen von Boca Juniors und San Lorenzo aufeinander losgingen. Wie lokale Medien in Buenos Aires berichteten, haben sich Hooligans beider Lager geradezu in Wildwestmanier einen Schusswechsel geliefert. Dabei wurden zwei Menschen getötet. Polizei und Ordnungskräfte waren völlig überrascht und überfordert von den Ereignissen. Die Schwester eines Opfers erzählt von chaotischen Verhältnissen. Meine Mutter hat mich angerufen, weil mein Bruder gewöhnlich immer ins Stadion geht, um Boca zu sehen. Ich rief zurück, da war meine Mom schon auf dem Weg hierher. Offizielle erzählten ihr, er sei nicht tot, nur schwer verletzt. Später fanden wir heraus, dass er gestorben ist. Nach Angaben der Presse wurde ein verdächtiger Mann mit einer Waffe festgenommen. Die Gewalttaten im argentinischen Fußball reißen nicht ab. Der Präsident von Boca Juniors beschuldigte die Regierung, zu lange weggesehen zu haben, und rief zum Handeln auf. In diesem Jahr kamen bereits mehrere Menschen ums Leben.